Hallo und herzlich willkommen bei Ahnenforschung Doppelgänger zur Bücherecke. Ich möchte euch heute ein bisschen Literatur vorstellen zum Thema alte deutsche Schreibschrift. Manchen von euch ist es bekannt unter den Begriffen Korrent oder Sütterlin. Und hier geht es jetzt darum, wie wir das Lesen erlernen können, mit Hilfe von Lehrbüchern. Falls Fragen kommen, ich werde nicht gesponsert. Ich habe mir die Bücher alle selber gekauft. Ich bekomme nichts zur Verfügung gestellt von den Verlagen oder den Autoren oder sonst irgendeine Vergütung. Ja, das erste Beispiel, was ich euch präsentieren möchte, das ist für mich auch gleich das Wichtigste und Beste, auch das Teuerste, aber mit 19,90 € finde ich noch sehr leistbar. Und zwar handelt es sich um das Buch Schriftbeispiele, Handschriften des 15. bis 20. Jahrhunderts, 6. erweiterte Auflage, aus dem Archiv des Oberösterreichischen Landesarchivs, aus dem Verlag des Oberösterreichischen Landesarchivs. Es gibt nur ein kleines Problem mit diesem Buch, also aussehen es tut so. Es ist derzeit im Handel nicht erhältlich, außer im Buchantiquariat, da eine Neuauflage konzipiert wird. Die ist auch schon fast fertig und wird noch dieses Jahr entweder im Sommer oder spätestens im Herbst erscheinen. Vom Verlag habe ich freundlicherweise die Erlaubnis bekommen, euch auch etwas vom Inhalt zu zeigen. Was ihr in jedem guten Lehrbuch findet, sind Schriftbeispiele mit Transkriptionen. Hier gleich auf der gegenüberliegenden Seite. Das heißt, am Anfang müsst ihr nicht immer nach hinten blättern wie bei manchen anderen Büchern. Dafür lädt es halt ein bisschen zum Schummeln an, aber mit ein bisschen Disziplin sollte das kein Problem sein. Was das ganz ansonsten der große Stärkepunkt dieses Buches ist, das sind diese Alphabetübersichten. Und zwar habt ihr da nicht nur einfach A bis Z, einfach jeden einzelnen Buchstaben durchnummeriert, sondern, wenn man hier unten schaut, gotisches Korrentschrift A bis G, 16. bis 18. Jahrhundert, habt ihr die ersten zwei Zeilen lauter A's. Also sämtliche Schreibvarianten oder sehr viele Schreibvarianten aus der Zeit zum Thema A, gefolgt von B etc. bis zum G. Es geht dann weiter auf der nächsten Seite bis zum Z. Und auf der gegenüberliegenden Seite ist das Ganze dann mit Kleinbuchstaben. Falls ihr in Archiven recherchiert, dann gibt es da auch noch Buchstabenbeispiele vom 13. bis ins 15. Jahrhundert. Das 20. Jahrhundert ist dann ein bisschen mau und das 19. Das sind dann nur diese normalen Überschriften. Aber dazu dann später noch etwas mehr. In der 7. Auflage, das hat mir der Verlag auch freundlicherweise zur Verfügung gestellt, gibt es dann auch Druckschriftbeispiele. Und zwar aus Antiqua, Frakturdruck, London 1476, Augsburg 1514, Gutenberg Bibelschrift und Schwabischer Druckschrift. Ja, und noch ein Beispiel. Ein ganz ähnliches Buch, das ist dieses hier. Das heißt Übungsbuch Deutsche Schriftkunde, Schriftbeispiele des 12. bis 20. Jahrhunderts aus bayerischen staatlichen Archiven. Hier kommen klarerweise Texte aus den bayerischen Staatsarchiven vor, während das andere die aus dem Oberösterreichischen Landesarchiv hat. Das Buch ist ein bisschen billiger, kostet nur 15 Euro. Hat allerdings den Nachteil, dass diese Alphabetübersichten hier nicht vorhanden sind. Aber für diejenigen von euch, die diese Übersichten vielleicht nicht brauchen und lieber etwas aus Deutschland haben möchten, wäre dieses zu gebrauchen. Ja, fürs 20. Jahrhundert, habe ich ja vorher gesagt, kommt später noch etwas. Da sind wir jetzt dabei. Speziell auf das 20. Jahrhundert geht ein Manfred Braun. Deutsche Schreibschrift, Korrent und Sütterlin lesen lernen, handschriftliche Briefe, Urkunden, Rezepte mühelos in Ziffern. 20. Jahrhundert ist noch ein bisschen näher zu erklären, da gibt es nämlich zwei Schriftvarianten. Die am Beginn des Jahrhunderts verwendet worden ist und dann das Sütterlin,
dass ab 1921 in Österreich Schulen gelehrt worden ist, bis 1941. Jetzt habe ich beim Oberösterreichischen Landesarchivbuch noch etwas vergessen, was es nämlich auch noch sehr interessant macht. Und zwar Beispiele von Taufbüchern. Also wenn ihr noch nie in einem Kirchenbuch nachgeschlagen habt und einmal wissen möchtet, wie sowas ausschaut und auch eine Transkription dazu haben möchtet, dann wäre dieses Buch auch etwas für euch. Wenn ihr noch mehr Schriftbeispiele sucht, zum Transkribieren, zum Üben, dann empfiehlt sich dieses kleine Heftchen hier von Hanno Blom und Gerhard Bracke, Leseschule der deutschen Schrift, Heft 1. Kostet 3,50 Euro, ist also nicht so schlimm. Der Nachteil vielleicht ist, dass hier zum Beispiel die Einleitung in der alten Frakturschrift abgedruckt ist, obwohl das Buch aus der 7. Auflage von 2017 stammt. Wer von euch meinen Blog kennt, hat vielleicht auch die 3. Episode gehört. Da ging es auch um das Thema deutsche Schreibschrift, lesen lernen. Und ganz am Ende davon habe ich ein bisschen darüber erzählt, ob das Lesen lernen an sich ausreichend ist oder ob man auch nicht auch schreiben lernen sollte. Man kann die Texte auch lesen, ohne dass man schreibt. Wer aber trotzdem das sich im Schreiben üben möchte, dann empfehle ich dieses hier von Hanno Blom, Die Kohärenz, Schreiben lernen, Deutsche Handschrift des 19. Jahrhunderts, Schreiben lernen, Schriften bereichern. Kostet auch 3,50 Euro. Und ganz ähnlich ist dieses kleine Heftchen hier um 2,50 Euro von Helmut Del Banco, Schreibschule der deutschen Schrift, eine Anleitung zum selbstständigen Erlernen der deutschen Schreibschrift. Und zum Schluss habe ich noch etwas. Wenn ihr generell über die Entwicklung der Schrift kundig machen möchtet oder etwas zum Schmökern sucht zu dem Thema, dann empfehle ich dieses Büchlein hier. Kostet 12,90 Euro. Unsere Schrift, eine Einführung in die Schriftkunde von Heribert Sturm. Aus dem Verlag Degener & Co. Erschienen in der Reihe Grundwissen Genealogie 1. Dieses Buch ist eigentlich allerdings ein Nachdruck von 1961, wobei die erste Auflage schon 1955 erschienen ist. Ist aber in einer heutigen Druckschrift geschrieben, bis auf die Beispiele. Die sind dann hinten auch transkribiert, also könnt ihr euch dann auch üben, im Lesen üben. Und beginnen tut es eigentlich schon mit den Römern. Ja, was bleibt am Ende noch zum Sagen? Ich wünsche euch gutes Gelingen. Solltet ihr da noch Fragen haben, nutzt bitte die Kommentarfunktion oder einen der anderen Kanäle. Die Informationen dazu schreibe ich euch in einen Begleittext hinein, auch die Titel dieser Bücher, die ich hier vorgestellt habe. Ja, bis zum nächsten Mal.